Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Age of Empires 3, zu einem weiteren Match, und zwar ein 2 vs 2. An meiner Seite habe ich mir mal den Mr. West LP geholt. Grüß dich. Schönen guten Tag, grüß dich auch. Ich wollte gerade noch meinen Sound wieder runterstellen, weil ich auf dem Desktop war und du hast schon auf bereit gedrückt. Ne? Perfekt. Ja, das ja, heißt, es geht sofort los. Ja, und wir tun den Leuten Platz aufs Trommelfell, aber ist okay. Du bist Unteroffizier, hast jetzt aber auch schon 2 Wochen nicht mehr gespielt. Ja. Oh Gott, jetzt muss ich mir. Oh Gott, hier gibt es so viele Rohstoffe. Ich habe jetzt drei Wochen nicht mehr einfach gespielt. Weil ich einfach nicht mehr dazu gekommen bin aufgrund von der Arbeit. Und ich Probleme mit meinem Headset hatte und ich deswegen ein neues holen musste und so weiter und so fort. Und alleine zu zocken ohne irgendwas ist halt irgendwie, finde ich, ein bisschen was langweilig. Ja, das ist nachvollziehbar. So, ich muss jetzt einmal schnell das Konsulat bauen. Wo habe ich meine Tiere? Wieder hier Japaner. Wo habe ich meine... Ah, da. Spielst du Japaner? Ja. Wenn ich dir später irgendwie Tiere schicken soll oder sowas, musst du Bescheid sagen. Alles klar, mache ich. Ah, okay, jetzt weiß ich, welche Karte wir überhaupt wieder spielen. Ja, und ich bin an der Küste hier. Ich habe natürlich kein Seedeck. Ja gut, müssen wir dann mal schauen, ob wir im Laufe des Games trotzdem auf See gehen müssten eigentlich. Eigentlich müsstest du halt auch für die Nahrungsproduktion sehr stark auf die Fischerboote gehen am besten, ne? Ja. Sparst du dir halt ein paar Dorfbewohner mit? Ja, ich weiß. Oh, das wird jetzt eine knappe Kiste. Ich müsste jetzt hier mal einen Schrein bauen, aber ich finde gerade keine Herde. Hier muss doch eine Herde irgendwo sein, Mensch. Da ist eine Herde. Ne, das sind Bärensträucher, verdammt. Aber auch kein Glück. Ach ja. Ja, und hier sind schon die Feinde. Ja gut, dann baue ich da oben jetzt mal schnell den Schrein hin. Ja, das ist wieder schlechtes Timing meinerseits leider. Weil bis der Schrein fertig gebaut ist, dauert es noch kurz. In der Zeit produziere ich wieder keine Siedler. Okay. Da die Aber Franzosen... ich schon mal. Genau. Oh, Godfuller ist jetzt schon im zweiten. Okay, krass. Na, dann spare ich jetzt auch mal drauf. Okay, ist hier irgendwo noch eine Herde, die ich nehmen kann? Als Japaner ist das hier natürlich nicht so geil mit der Karte, muss ich sagen. Ich weiß. Da, wo der gerade dein Ding hier kaputt macht, da hättest du noch was. Ja. Sonst musst halt du die halt zwischen machen. Uns nehmen, ne? Ja, genau. Aber du brauchst ja auch Nahrung. Ja, gut, aber erstmal komme ich gerade noch so klar. Ich bin jetzt gerade auch am Agen. Perfekt. Ich gehe dann jetzt einfach hin, schicke den Dorfbewohner nämlich dann nach oben, dass ich dann eventuell auch ein bisschen Fisch abbauen kann. Herde. Und hier auch, perfekt. Und ich muss meinen Schrein auch gleich auf Holz umstellen. Das ist ein Fehler von ihm, dass er jetzt hier meinen einreißt, der müsste lieber selber Schreine bauen. Der Japaner meinst du? Tomahawk-Werfer. Alles. Keine geilen Schätze sind diesmal hier. Ja, auf Schätze achte ich immer sowieso als Japaner nicht so sehr, muss ich sagen. Okay, der hat schon hier, bei mir jetzt hier, Dingens dran. Die ersten Was Truppen, die Ashigaru-Truppen. Was? Ja, das ist etwas sehr, sehr fix. Wo sind die Ashigarus? Oh, shit. Das ist jetzt schlecht. Komm, bau den Schrein noch schnell. Ich bin halt immer noch am Agen. Ja, du musst notfalls dann Minuteman holen, um dich zu verteidigen. Aber wenn es jetzt nur erstmal 5... Okay, ich baue, sobald ich jetzt gleich geaged bin. Ich warte jetzt noch auf Holz. Ich hole mir auch gleich Holz. Ja, ich lasse mir auch einen Außenposten schicken, damit ich gleich meine Leute verteidigen kann ein bisschen. Okay, der Gelbe baut hier auch eine Kaserne. Also die wollen rushen. Oh, shit, lauf weg. Nein. Das wird interessant. Das wird interessant. Ich baue bei dir ein bisschen die Kaserne hin. Mach das.
Ja, die reißen hier jetzt gleich alles ein, ne? Ja, ich habe gerade kein Holz, sonst würde ich schon ein paar Fischerboote holen oder beziehungsweise eine Kaserne. Naja, du hast schon einen Siedler hingestellt, ne? Ja, erstmal die Kaserne wäre wichtig. Ja, ja. Okay, ich habe meine Kaserne gleich jetzt fertig. Ich baue dann erstmal Yumi gegen die Ashigarus. Ja, Kundschafter gerade drauf gegangen. Ja, das ist schlecht. Ja. Also es wird hier nicht leichter gerade. Ich brauche vor allem auch noch mal einen Marktplatz. Oh, er hat mich gescoutet. Komm, bau den Schrein bitte schnell. Ich brauche unbedingt mehr Holz. Wie viel braucht das? 200. Alter. Flieh! Flieh! Ishirai, flieh! Oh, das wird er nicht schaffen. Der geht drauf, der geht sowas von drauf. Lauf! Lauf! Oh, das wird. Oh, er hat's geschafft. Oder? Nee, 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 er geht drauf. Flieh, ihr Narren. Flieht, ihr Narren, ne? So. Ah, scheiße, jetzt habe ich keine. Ja, da kommen auch schon Lanzen. Aber das kriegen wir alles hin. Komm, 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 komm. Gut. So. Ich hole mal jetzt ein paar Husaren. Ja, haben die denn überhaupt? Die machen doch nur Antikaff, oder? Meinst du, dass sich das lebt? Ah, warte, nee, Moment, der hat Pikiniere. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, der hat vielleicht ein paar Plänkler auch dabei. Nee, irgendwie gar nicht. Ja, gut. Ja, deine Armbrustschützen oder Musketiere vielleicht auch, sind alles nicht so schlecht. Naja, ich hole jetzt erstmal Musketiere. Ich brauche jetzt echt mal Nahrung. Ja, ich habe jetzt auch ewig Nahrungsengpässe. So, jetzt brauche ich erstmal oben den Hafen, dass ich gleich da Nahrung bekomme. Das müssen wir ausschicken. Also ich habe jetzt schon eine kleine Yumi-Armee auf jeden Fall hier stehen. Ich komme mal zu dir ein bisschen runter. Und baue weiter Yumi. Zu mir. So. Ja, ich kann gerade keine Siedler mehr produzieren, weil ich nicht genug Nahrung habe. Das ist echt unschön. Okay. Ja, der ziemliche frontale Base gebaut. Wollen wir da mal angreifen? Können wir gerne machen. Ja, die haben halt einige Ashigarus dort. Aber lass mal drauf gehen. Da bist du. Ah ja, die greifen da gerade hier auch. Okay, auf die Feinde. Ja, ich geh drauf. Ja, diese Lanzentypen sind ein bisschen nervig. Pikiniere, Lanzentypen, mein Gott. Passt schon, ich weiß, was du meinst. Schießt! Schießt auf die Aschis. Ja, ich habe ein bisschen wenig Holz, das ist gerade mein Problem. Ich bin zu sehr auf Nahrung gegangen. Aber das sieht eigentlich gerade noch ganz gut hier aus. Obwohl du halt einen Haufen verloren hast, haben die auch ziemlich viel verloren. Der kommt jetzt hier nur noch mit Pikes an. Ja, das ist jetzt, das ist kein Problem, das kann du ruhig erstmal eine Weile so treiben. Naja, shit. So, hast du, genau, alles klar. Ich brauche unbedingt Nahrung. Okay, ich brauche das Holz-Upgrade. Und die Beamten bräuchte ich auch nochmal. Ah, ich kann mir die Portugiesen noch schicken. Das ist jetzt genau richtig. Das fand ich auch gut gebrauchen. Oh lol. Was ist? Dann geh du nach oben zu deinen. Ich mach das hier unten fertig. Ja, okay, dann gehe ich da hoch. Der reißt es aber auch schnell ein hier, der Kollege.
Ja, wahrscheinlich, weil der, deswegen geht er auf die. Hatte irgendwelche Verbesserungen ja, klar. dafür. Ja, musst du ja auch machen als Japaner. Aber ich komme jetzt mit den Bestialeros. Ich verliere nur einen Schrein. Jetzt mache ich ihn down. Kriegst du das unten alleine in den Griff? Erstmal noch schon. Ja, ich krieg die richtig gut down. Da liege ich gerade. Ich reiß den Handelsposten von den Feinden ein. Ja, auf Wasser müsste ich halt auch irgendwann mal gehen. Ah ne, ich reiß lieber die Kaserne von den Feinden ein. Oh, da kommt Kaff. Shit, ich bin am Arsch. Hast du irgendwas gegen Kaff? Ne, ich habe jetzt extra nichts geholt, ne, also bisher. Ja, geil. Was haben die Kaff? Ja. Die Husaren? Ja. Aber die Husaren? Ja. Ich könnte hier höchstens Pikeniere gleich hochbringen. Aber bevor die da sind, ich weiß halt nicht, ne? Okay, ich baue jetzt Aschis. Da brauche ich aber mehr Gold. So, okay. Wo ist eigentlich mein zweites Reisfeld? Gibt's das hier nicht? Sind die noch da? Ne, sind weg, alles klar. Das ist ein Problem. Du hast uns kein zweites Reisfeld? Keinen zweiten Kirschgarten, meine ich. Ah, okay. Nee, die hast du nicht immer. Echt? Ich dachte... Nee. So. Ich habe jetzt gerade viel zu viel Nahrung, merke ich gerade. Ich habe sehr viel Holz, deswegen gehe ich jetzt auf den Hafen tatsächlich. Ich age? Age? Wow, okay, krass. Nett. Wieso kann ich jetzt hier keinen zweiten Hafen hinbauen? Ich baue gleich, sobald ich kann, den, wie heißt es? Ich bin mich gerade ein bisschen zu sehr am Konzentrieren. Im Stall, damit ich ab dem nächsten Zeitalter Kürassiere holen kann. Ja, ich baue noch ein paar Aschis. Puh, wie sieht es mit den Punkten aus? Ja, wir sind ziemlich gut beieinander. Ich glaube fast, dass die halt ziemlich viel in diesen Rush reingesetzt haben und dadurch gerade ein bisschen zurückhängen. Hoffen wir es mal. Also ich baue jetzt schön Fischerboote. Ich habe leider halt keine Karte oder so dabei. Ich hätte gerne hier irgendwie ein Wal. Ah, Wal. Perfekt. Willst du dir hier noch den Handelsposten holen? Naja, ich hole mir den hinteren Handelsposten. Was brauche ich? Holen wir nochmal ein paar davon. Und ich habe wieder kein Holz mehr. Also Holz ist echt hier ein Problem, muss ich sagen. Festungszeitalter, okay, einer ist von denen geaged. Ja, du ja auch gleich. Ja, ich müsste jetzt auch langsam mal agen. Dafür bräuchte ich aber noch ein bisschen Gold. Ich will mir aber mein Shipment aufrechterhalten. Hast du zufällig 100 oder 200 Gold übrig? Klar. Das wäre super, dann hole ich mir gleich das Schokonat. Das Einzige, was ich halt momentan noch für Probleme habe, ist halt mit Holz. Wo haben wir es? Geh da hin. Ich fange gleich auch mal... Dann gleich mal an eine Mauer zu ziehen für uns zwei. Oh ja, das hört sich auch gut an. Die Frage ist, wollen wir... Ja, unsere Armee ist nicht groß genug zum Pushen, oder? Na, glaube ich nicht. Ah ne, erstmal. Holz. Was hast du da? Ja, gut, du bist auch schon fleißig am Abbauen. Die Frage ist, wir brauchen auch Kampfschiffe, ne?
Also wir müssen die See dominieren, das ist ganz wichtig. Ich glaube, ich schicke mir noch die zwei Kirschgarten Rikschas. Das könnte ich auch machen, da muss ich jetzt noch nicht so stark auf meine Mühlen gehen. Ich glaube, dann mache ich das noch. Also ich würde gerade mal ganz kurz aus Holz noch was finden. Hey, wieso habe ich nicht so viele? Okay, ja gut, dann pack bei dir mal Holz ab. Kurz noch ein bisschen auf Dingensproduktion gehen, weil Holz kann ich gerade nicht entbehren, wenn ich jetzt gleich noch Dingens bauen soll, die Mauer und so weiter, funktioniert es einfach nicht. Dann ja, ich versuche vielleicht ein bisschen auf Kriegsschiffe zu gehen. Genau. Um die Hoheit hier zu bekommen. Weil wir brauchen auf jeden Fall die Seehoheit, würde ich behaupten. So. So, ich fange jetzt mal in zwei Richtungen an, das mal zuzumachen. Ich habe halt noch nicht alle Schreine gebaut. Das ist das Unschöne, weil man hier nicht richtig Schreine bauen kann. So, ich hole mir jetzt nochmal... Man kann sich auch eine Fischereiflotte holen. Ich hole mir aber, glaube ich, lieber nochmal die Truppen. Du kannst dir auf jeden Fall nur so als, das wirst du wahrscheinlich wissen, ich weiß nur nicht, ob du es auf dem Schirm hast, zum Thema Kampfschiffe, Karavellen holen. Dann kannst du die nebenbei auch als Dingens verwenden. Hier oben habe ich ein Problem. Oh, Renett, wenn du dich kümmerst. Ich komme hoch mit meiner Armee. Die haben die abgegradet sogar, okay. Der reißt mir gerade den Hafen ordentlich schnell weg. Das ist nicht so geil. Ja, ich komm. Schauen wir mal, wie lange er das noch macht. Masson. 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 Oui. Okay, davon noch schnell. Ja, er hat es aber geschafft, der Kollege. Okay. So, ich baue auf jeden Fall Kaserne, Kaserne, Kaserne. Oh, bin ich gerade blind? Hier. Okay. Oh, du musst deinen Ball vielleicht ein bisschen nach unten rechts. Ich habe die Kaserne jetzt ein bisschen sehr offensiv gebaut. So, ist egal, nicht schlimm. Aber wäre super, dass du, wenn du den schnell fertig machst, den Ball. Weiß nicht, wo habe ich noch bei dir? Ich hatte bei dir noch irgendwo ein paar Dorfbewohner stehen. Hey, wo hab ich die Dorfbewohner bei dir? Die waren bei dir oben im Wald. Du hattest einen oder so. Nee, ich hatte vier Stück da stehen. Hab ich ihn selber gewundert. Egal, gut. Masson. Oui, oui. Très bien. Bonjour, je le ferai, Bûcheron. Okay, ich versuche hier die Küste ein bisschen für uns zu sichern mit meinen zwei Kriegsschiffen. Ich age. Du aged? Hast du überhaupt eine Armee aufgebaut? Nö, noch nicht. Nur nicht genug eigentlich, aber ich habe gerade die Ressourcen dafür. Und dann age ich. Also hier ist eine feindliche Karavelle. Das heißt, ich baue noch mal Schiffe. Kriegsschiffe hier. Oh shit, das sind mehr feindliche Schiffe. Ich habe gleich ein Problem. Okay, also brauchst du von mir Unterstützung. Dann muss ich gleich mal gucken, dass ich nach oben komme. Ja, ich baue auch noch mal zwei Kriegsschiffe. Ich hoffe, dass ich den Krieg da gewinnen kann. Ich komme noch mal zu dir und baue noch mal einen Hafen. Ich baue jetzt hier schön Armee noch. Brauchst du Nahrung übrigens? Ich habe gerade relativ wenig Ressourcen, aber es geht. Ja, ich habe 2500 Nahrung. Du kannst mir was geben, wenn du möchtest. Ich würde jetzt nicht nein sagen, sagen wir es mal so, ne? Weil ich jetzt gerade einfach an mir am Aufbauen bin. Ja. Ah, hier gibt es ja sogar Gold. Sehr schön. Ja, jetzt haben sie auch noch mehr Schiffe hier. Wie gesagt, ich bin gerade erstmal noch am Hochlaufen. Das braucht jetzt kurz was. Ja, ich verliere hier unten den Kampf.
Okay, ich zieh mich zurück. Ja, dann, genau, ich wollte gerade sagen, dann zieh ich da zurück. 2, 1. Ah, jetzt fehlen mir knapp die Ressourcen. So. Die Frage ist, hat der ein Wasserdeck gewählt oder nicht? Das weiß ich halt gerade nicht. Ah ja, ich muss noch. Die kommen gerade zu mir. Wo, warte. Im Süden. Okay, ja, ich komme runter. Oh, ist das viel Kaff. Kaff und Reuter. Aber ich habe ja auch ordentlich Armee gebaut. Ich habe keine Nahrung, also ich könnte jetzt Nahrung gebrauchen. Baust du hier noch ein Tor bitte rein? Du stehst zu nah. Ich kann ja kein Tor bauen. Ich komme sie nochmal ein Tor. Du hast das auf jeden Fall abgewehrt bekommen hier. Ich schicke mal die Ashigarus nach vorne gegen jetzt die Kaff. Geh du, zieh dich ein bisschen zurück. Ja, jetzt schlachte ich die einfach ab. Ja, ich schick nochmal ein paar Pikiniere rein. Ich hab nein, nicht der Aschi. Oh Mann, wieso ist jetzt der Shogun tot? Das war nicht so geplant. Und ich wollte doch schon längst das Konsulat wieder wechseln. Oh, ich vergesse das jedes Mal. Ja, passiert. Eine Karawelle voller Petarde. Nee, das macht jetzt auch nicht Sinn. Kulverine, nee. Komm, dann holen wir uns nochmal das. Ich brauche nochmal mehr auf Münzen, glaube ich. So, Freunde. Okay, ich mache wieder die Mauer zu. Mich wundert es nur, dass ich durch diese... Wieder... Ja? Gibt's auch gar nicht. Ich habe immer noch nicht alle Schreine gebaut. Kann man hier noch irgendwo Schreine bauen? Ich glaube nicht. So, machen wir es einfach mal so. Ich brauche. Was für ein Game hier. Ach ja. Ist schon ganz okay. Ich hole mir jetzt nochmal die Fischerboote, dass der Export wieder weg ist. Endlich mal noch Siedler produzieren, das vergesse ich gerade die ganze Zeit. Oh, Siedler, oh, ja. Wo wir gerade bei dem Thema sind. Das wäre nicht schlecht, ne? Ja. Ich habe jetzt 5 dieser Fion-Schiffe. Ich baue aber sicherheitshalber noch ein paar davon. Tun wir hier noch das Upgrade. Dann müssten wir doch hier einfach mal überlegen sein auf See, würde ich sagen. Ah, der Rote ist raus! Sehe ich gerade. Goodfellas hat aufgegeben. Krass. Wieso denn das? Brauchst du hier noch ein paar Tore? Na gut. Oh, gut, die haben jetzt aufgegeben. Ich sag jetzt mal GG? Hä? Wieso haben denn die jetzt aufgegeben? Krass. 22 Minuten gerade mal gespielt. Ich bin H4, weil die haben wahrscheinlich jetzt das letzte einkommenstechnisch da rein investiert in diesen Angriff. Ach so. Weil ich jetzt, vermute ich jetzt mal. Haben sie verloren und haben es eingesehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, warum die nicht über die Straße gekommen sind bei diesem Angriff. Dann wären sie nämlich direkt drin gewesen. Wahrscheinlich, weil sie gewusst haben, dass da meine Armee steht und sie erwartet. Aber ja, verstehe ich auch nicht ganz, muss ich sagen. Ach, guck mal, ich weiß warum. Ich weiß, warum der Rote aufgeht. Sie haben starke Schiffe, 4 Stück. Aber ich habe jetzt 5 dieser kleinen Schiffe gehabt und habe gerade noch 2 starke Schiffe mit Upgrade ausgebaut. Also ich glaube, langfristig hätte ich den Seekampf hier gewonnen, vor allem weil Rot gar nicht auf See gegangen ist. Ja, ich wollte jetzt ja auch Schiffe nachbauen extra. Darum steht da oben der zweite Hafen gerade. Also ich wäre jetzt auch unterstützend da gekommen. Aber ja, ich weiß, warum die uns ja aufgegeben haben, zumindest Rot. Rot hat nur 116 Punkte, warum auch immer. Ja gut, das... Ich weiß auch nicht, ja, als Japaner. Ja, der hat auch schon mal, der hat seine Schreine alle in der Nähe gebaut, hier unten. Das war halt nicht so sinnvoll. Tatsächlich.
Wobei, also man konnte hier auch nicht so richtig schreien, weil es nicht so viele Tiere gab und ich wollte die halt auch nicht alles wegnehmen, ne? Das ist dann die Schwierigkeit gewesen. Aber schauen wir doch mal in die Statistik rein. Ja, cool, aber erst auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Ich meine, es gab ja ein paar knappe Schlachten hier, vor allem am Anfang. Hier ist sogar der gelbe Holländer, hatte mehr Rohstoffe als ich. Dann komme ich mit 38.000, dann du mit 35.000. Ja, okay, Rot war schon scheinbar der Goodfella sehr abgeschlagen mit 17.500. Hatte nicht die stärkste Wirtschaft. Ja, der hat keine Dorfbewohner mehr gebaut, ne? Also, das der hat das Problem sein. Der hat fast 10 Minuten krass keine Dorfbewohner gebaut. Das sind nur, innerhalb von 10 Minuten sind 2 Dorfbewohner gekommen. Gut, beim Agent kann ich es ja nachvollziehen, so ein bisschen, aber danach... Ja. Oh, schau dir mal die Killzahlen an, getötete Einheiten. Das gefällt mir, 114. Militär? Du 48. Ja, gut, ich hatte ja nicht so ein starkes Militär. Das ist ja irgendwie... das gleicht sich ja immer bei mir ein bisschen aus. Ich bin im Early ein bisschen schwächer als im Late Game. Im Late Game würde ich dann halt einfach... Genau. Hier, das ist ganz interessant tatsächlich. Rot hat so bis Minute 12 mit dir mitgehalten. Wobei eigentlich bis Minute 13. Dann seid ihr beide ins dritte Age. Und dann war der große Unterschied. Ab Minute 14 hast du weiterhin immer mal wieder wenigstens ein paar Siedler gebaut, aber eher gar keinen mehr. Das geht halt nicht. Also ich vergesse es ja auch mal hin und wieder, wie man hier sieht. Oder ich konnte es nicht, weil ich die Schreine nicht gebaut habe. Aber dass man halt dann gar keinen mehr baut, ist halt nicht so günstig. Der Holländer war gut dabei. 65 Bevölkerung. Mit seinen Fischerbooten. Mit seinen Fischerbooten war er schon richtig stark dabei. Ich meine, ich hatte ja auch ein paar. Das war grundsätzlich nicht schlecht, um an Nahrung und vor allem an Gold ranzukommen. Also ich meine, hier gibt es ja unendlich Goldressourcen. Ich habe leider am Anfang kurz zu sehr auf Fischerboote gesetzt, weil ich ein Holzproblem hatte und danach habe ich es komplett vergessen, dann hatte ich zu viel Holz. Ja gut, als Holländer, das sage ich schon, als Japaner habe ich natürlich dann langfristig kein Problem mit Holz, weil meine Schreine mir das Holz liefern. Ja. Und doch, ja, genau. Ja, und jetzt schauen wir uns nochmal die Bevölkerung und Militäreinheiten an. Oh ja, da sieht man es richtig. Hier gab es diesen ersten Angriff, den haben wir besser davongetragen als die Feinde bei Minute 7. Da hatten wir noch 16 Truppen übrig, die Feinde nur noch 8. Das heißt, dann haben wir schön Truppen gebaut. Wir hatten dann durchgängig mehr Armee als die Feinde. Und dann kam aber der Moment, wo die Feinde dachten, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Dann hatten die Feinde 123 Truppen gebaut. Und wir hatten so ungefähr 125. Also wir waren gleich auf. Dann gab es jetzt diesen großen Kampf. Aber am Ende haben wir den gewonnen. Also wir hatten 55 Truppen übrig und die Feinde nur noch 8. Also wir haben deren komplette Armee, die uns angegriffen hat, vernichtet. Aber haben gleichzeitig unsere Armee nachgebaut, hatten wieder eine volle Armee und die eben nicht mehr. Und... Achso, ja. Epur wahrscheinlich am Ende war. Ah, hier hat Rot tatsächlich direkt nach dem Angriff aufgegeben. Okay, und dann hat Gelb noch ein bisschen gespielt, ja. Und dann... Ja, ich glaube auch, die Eco war zu Ende. Und sie hatten einfach kein Militär mehr. Wir hätten jetzt einfach pushen können, ne? Schau dir unsere Armee an. Wir hatten echt eine Riesenarmee. Mit deinen Wachhelebardieren hättest du alles einreißen können, was uns im Weg steht. Wobei die ja nicht mal Mauern hatten. Und ja, dann wär's jetzt wahrscheinlich wirklich vorbei gewesen. Also, das haben sie einfach schon richtig eingeschätzt, denke ich. Ja. Ja, aber war doch ein cooles Match. Hat mir sehr gefallen. Kurz und knackig mit Japanern und mit Franzosen hat das gut funktioniert. Ich versuche mich ja jetzt mal auf eine andere Fraktion ein bisschen auch mal zu fokussieren als nur Russen bei Russland. Ja, ich auch. Ich spiele sonst immer nur Briten und habe mich jetzt aber langsam mal so ein bisschen auf die Japaner eingegroovt. Nur ich vergesse echt, und das habe ich jetzt immer noch nicht geschafft, jedes Mal, ich will mit dem Konsulat wechseln und dann vergesse ich es wieder. Und dann denke ich mir, ich will die Export hier nicht weg... Ich glaube, die sind dann alle verloren, wenn man das Ding hier wechselt, oder? Nee. Also meinst du die Exportgüter allgemein oder meinst du jetzt die Text, die du geholt hast? Nee, die Exportgüter, die ich mir gesammelt, also die dann links gesammelt sind. Nee, die sind nicht weg. Sind die nicht weg? Nein, das sind Rohstoffe im Prinzip. Ja, okay, dann habe ich das immer falsch eingeschätzt. Dann sorry, liebe Zuschauer. Dann kann ich das beim nächsten Mal doch dann gleich machen. Dann mache ich Beziehungen beenden und dann hole ich mir nämlich Holland und die Bank... die Kirche und danach hole ich mir dann gleich die Japaner und habe dann eine OP-Armee auch noch. Du musst nur eine Sache bedenken, wenn du das kündigst und wieder machst, dieser neue Vertrag kostet wieder Punkte. Export oder was? Genau, der kostet Exportpunkte dann. Ah, okay, das wusste ich jetzt nicht mehr. Also du hast trotzdem einen Exportpunkteverlust, ne? Also so ist es nicht, wenn du wechselst. Aber ja, das macht ja auch Sinn zu wechseln, also klar. Ja, alles gut. Ich sag halt nur, dass du halt da, vielleicht hast du es deswegen mal gedacht, dass du dann da auf einmal weniger Punkte hattest wie vorher. Das kann sein. Ne? Das wäre möglich. Na gut. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, liebe Zuschauer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen. Ciao, Leute.